Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Teil 2 von der Firma Mechatronik. Wir sind in Pleidelsheim. Pleidelsheim, jetzt hast du es. Jetzt endlich haben wir es. Nördlich von Stuttgart. Im ersten Video sind wir hier schon ein bisschen rumgelaufen, haben euch gezeigt, es geht hier nicht nur um Restauration, Reparatur, Service, Rennsport und Fahrzeughandel, sondern hier geht es auch noch ums Thema Restomod. Ein Thema, wo man im Internet ganz viel zu sieht. Jeder hat so seinen persönlichen Traum, weil man muss ganz ehrlich sagen, Oldtimer, cool, geil. Ich glaube auch, dass jeder Oldtimer-Fan seinen Oldtimer so liebt, weil es jedes Mal das Adventure ist, wenn er in der Garage kommt, springt er an und springt er nicht an. Ist noch alles dicht oder ist nicht alles dicht? Ist die Batterie noch voll oder ist sie leer? Ich hatte immer den großen Traum, meinen Strich-8er zu nehmen und eine C63-Technik einzubauen. Dann hat uns der TÜV leider geschieden, in Anführungsstrichen, weil auf Hobbybasis ist es definitiv nicht machbar. Und jetzt kommt Mechatronik ins Spiel, weil genau diese Träume habt ihr nämlich fast verwirklicht. Also ich sag mal, schaut euch jetzt mal das Auto an, so wie es hier steht. Jeder würde sagen, ist eine Pagode, kenne ich, habe ich gesehen, brauchte mir nichts mehr dazu erzählen. Aber... Also ich bin schon reingekommen und habe irgendwie gesehen, dass das Ding ein bisschen krasser aussieht. Also ich finde schon, dass der irgendwie steht, der hier, weil man kennt Pagode sonst immer so ganz schmale Achsen, irgendwie relativ hoch, der ist ein bisschen tiefer, ein bisschen breiter, ein Zoll größere Reifen, aber ich glaube, wenn wir jetzt die Haube aufmachen... Hat so ein bisschen was von E500, wenn man auf den zugekommen ist. Also erstmal vorab schon mal, der Zustand des Autos ist natürlich echt, also krass. Also man sieht viele Oldtimer, aber das ist ja wirklich egal, wo man hinguckt. Die Spec ist da, glaube ich, mega. Ja. Ja. Smaragdgrün Metallic mit dem braunen Leder, finde ich persönlich echt zeitlos. Und wenn wir jetzt die Haube aufmachen, das ist eigentlich so der Jawdropper, mit dem keiner rechnet, wenn die Autos wo stehen. Here we go. Hubraum statt Wohnraum. 5 Liter V8, Saugmotor. Das ist nach wie vor jedes Mal, wenn man die Haube aufmacht, wenn der Wagen wo steht, damit rechnet niemand. Das sorgt eigentlich für die offenen Münder und wofür unsere Company steht. Ja, also der MSL ist wirklich das Flaggschiff unserer NewTek Series. Und ist eben von der Nutzbarkeit wirklich wie ein Daily Driver. Ja, also 100% TÜV? 100% TÜV, ja. Auf Basis von der alten Fahrgestellnummer? Also es ist quasi ein Umbau, den ihr tatsächlich vollwertig getüftet habt? Genau. Was musste alles getauscht werden? Gut, letzten Endes die Umbauten, die hier stattfinden, ist nicht nur der Motor. Ja. Wir haben ABS, ASR in den Fahrzeugen verbaut. Im Motorraum selber ist ein Thema, was man ansprechen kann, nicht muss. Wir sind auf der einen Seite stolz drauf, dass man so einen Wagen immer wieder in den Originalursprung zurückversetzen kann. Kam in den 27 Jahren der Firmengeschichte noch nie vor. Ich bezweifle auch stark, dass es in der Zukunft mal passieren wird. Einfach aus dem Grund, weil es so geil fährt. Ja. Aber es ist eben nicht so, dass wir das Chassis jetzt grundlegend verändern würden oder irgendwas zerstören, in Anführungszeichen, sondern der Wagen ist von der Grundkonzeption immer noch eine Pagode. Das heißt, auch in den Papieren, es ist die Original-Fahrgestellnummer, es ist Original-Baujahr, nur dein H-Kennzeichen, damit wird es schwer, ja, / unmöglich. Aber das ist auch völlig irrelevant bei dem Motor, respektive bei dem Auto. Wie gesagt, es gibt ein paar Anpassungen im Motorraum, da die ein oder andere Leitung hinkommt, wo sie davor nicht war. Ja, aber ansonsten von den Umbauten eben kompletter Motor mit Antriebsstrang, 5-Gang Automatikgetriebe, Sicherheitsfeatures mit ABS, ASR in den Fahrzeugen verbaut. Aber alles eben unter dem Anspruch, dass es zum einen von der Qualität und der Umsetzung wirklich Herstellerniveau hat. Ja, also ich muss auch sagen, wenn ich jetzt reingucke, vor allem was ich ganz cool finde, ist, durch solche Aspekte wie so einen alten Bremsflüssigkeitsdeckel, so einen alten Wasserbehälter. Also es wirkt schon noch so ein bisschen nicht auf ganz neu modern, neuer Motor drin, sondern schon noch so ein bisschen der neue Motor, aber so leitungstechnisch eingepasst irgendwie so ein bisschen in das alte Auto. Ja. Also man muss ja auch sagen, der M113 Motor, ja, von Mitte der 90er, über mehrere Jahre bis in die 2000er hinein benutzt worden in verschiedenen Baureihen, S500, SL500, noch nicht als Kompressor, dann wie gesagt als Sauger, ist über viele Modellreihen hinweg eingesetzt worden. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt einen Rennwagen bauen wollen. Es geht wirklich darum, dass man einen entspannten Daily Driver hat. Wir haben natürlich deutlich mehr Leistung. Ja, wir haben 300 PS oder knapp 300 PS, 280 sind es, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, die der Motor generiert, aber das ist nicht die Kernprämisse, worum es geht. Ja. Viele Kunden, gerade im Ausland, wenn es darum geht, wo kann ich mit so einem Wagen zum Service hinfahren?
können die Serviceinfrastruktur von Mercedes nutzen. Ganz, ganz großer Benefit. Wenn es ein rein klassisches Fahrzeug ist, wissen viele gar nicht, wo sollen sie hingehen. Das ist eigentlich ein Riesenvorteil. Und auch im Interieur, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Ist ja gerade die Scheibe runtergegangen? Ja, gut aufgepasst. Es hat sich gerade angehört wie halt so ein typisches Auto mit einer rahmenlosen Scheibe, dass du beim Aufmachen... Ja, das sind eben genau die kleinen Details, ja, für die Raucher unter uns, wie unser Kameramann und mich mit eingeschlossen. Wieder alles geleakt hier. Pass auf, René, ich mach dir mal die Tür auf. Ist der Nachteil, dass in dem Aschenbecher... Ja, achtet mal auf die Scheibe. Boah, der riecht aber geil von innen. Ja. Boah, hier sogar mit Logo auf dem Boden, mit Mechatronik. Geil. Also ich freue mich wirklich auf die Fahrt, weil er ist ja wirklich von innen 99,7% alt. So, jetzt hat man in den letzten Wochen und Monaten ja relativ häufig mal so ein, auf der einen oder anderen Plattform so ein Singer-Porsche zum Beispiel gesehen, wo ja optisch relativ viel dran verändert ist. Und da muss ich ehrlich sagen, trefft ihr meinen Stil zu 100%, weil ich würde es auch so machen. Also ich finde, ein alter Mercedes kann ruhig ein alter Mercedes bleiben, ja. Weil das soll ja alles geil sein. Aber wenn hier halt hinter dieser kleinen Kugel auf einmal die neuere Technik steckt, ist es halt schon geil, ne? Also sag mal, der Kenner sieht jetzt zum Beispiel, dass in der Mittelkonsole mit der Schaltkulisse, das ist nicht mehr so, wie es früher war. Mhm. Daran würde es jetzt der Kenner im Interieur erkennen, ja. Im Aschenbecher jetzt, wie gesagt, elektrische Fenster hier, aber gab es in dem Fahrzeug nie, Sitzheizung. Das sind eben genau die Kniffe. Auch das Radio, das Soundsystem ist so implementiert, dass man es wirklich nicht wahrnimmt. Ja, das heißt, dieser klassische Look war uns immer ganz, ganz wichtig, dass hier eben nicht der Eindruck entsteht, das ist irgendeine Tuningbude, salopp gesagt. Vor allem Klimaanlage auch? Klimaanlage, klar. Und hier auch geil gemacht, ABS und ASR-Lampe. Das kann man auch ausmachen, das ASR? Kann man ausmachen, vielleicht machen wir das morgen mal. Richtige Driftbude dann hier. Geil. Ja, okay, das ist ein bisschen höher hier als Original, ne? Genau, also normalerweise natürlich, die Schaltkulisse sah ein bisschen anders aus im Original, aber ich denke, rein vom Look her passt es wirklich gut rein. Und was den Innenraum angeht, haben die Kunden einfach alle Möglichkeiten, den Wagen zu individualisieren, wie sie wollen. Wir haben online unseren Konfigurator, wo man alle Specs mal durchspielen kann. Und jeder von uns, der schon mal im Online-Konfigurator saß, weiß, wie viel Zeit man drin verbringen kann. Macht uns auch immer mega Spaß, wenn wir unsere firmeneigenen Fahrzeuge specken, weil man einfach der Fantasien freien Lauf lassen kann. In dem Konfigurator kaufe ich dann aber ein komplettes Auto. Das heißt, ich muss kein eigenes Auto mitbringen. Nein, also in dem Konfigurator selber geht es im Prinzip um den Umbau, ja, die Restauration / der Umbau. Ah, okay. Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten. Der Kunde bringt sein Fahrzeug zu uns. Das heißt, du sagst, du besitzt schon eine Pagode, bau die mir um. Ja, in dem Fall müssen wir dir sagen, okay, machen wir. Dann hast du zum einen die Kosten vom Konfigurator, den ganzen Umbau und die Restauration beinhalten. Aber weil es eben im Vorfeld nicht skalierbar ist, der Karosseriebau, können wir nicht einschätzen, muss der Lack runterkommen. Und wenn der Lack unten ist, können wir dir sagen, okay, der Zustand ist extrem gut, wird zum X kosten. Oder der Zustand ist extrem schlecht, wird zum Y kosten. Mhm. Ja. Oder du sagst, du kaufst das Basisauto von uns, dann ist der Karosseriebau inkludiert. Das heißt, in dem Fall musst du dich um nichts kümmern. Grundsätzlich in dem Fall dann hat der Kunde zwei Verträge. Einmal den Vertrag über das Basisfahrzeug und einmal den Werksvertrag über den Umbau /Restauration. Wo liegt sowas preislich? Letzten Endes hängt es immer ein bisschen von der Spec ab. Welche Sonderoptionen möchte ich in dem Wagen haben? Über elektrische Fensterheber, Soundsystem gibt es verschiedene Möglichkeiten. Motorvariante natürlich 4,3 oder 5 Liter in der Pagode. Aber jetzt mit einem 5 Liter Motor, mit einer gesunden Spec, wird man ca. 480.000 Euro und mehr rauskommen. Ja. Also 480, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, 480 ist dann aber mit Auto. Genau. Mit Auto, also komplett wie das Auto hier steht dann. Ja. Dass man bei einem Auto, was 50 Jahre alt ist, dann auf einmal Neuwagen rausmacht und noch nach heutigem Stand sich überlegen kann, will ich elektrische Fensterheber, was für eine Anlage und so weiter. Ne? Ja. Das ist halt schon cool. Und wie viele baut ihr davon? Weil hier sind ja immerhin schon mal 3 Stück jetzt. Genau, also letzten Endes, die Stückzahl pro Jahr ist auf 5 Stück limitiert. Das jetzt da hinten, das ist noch ein Fahrzeug aus dem letzten Produktionsjahr, was jetzt kurz vor der Auslieferung steht. Die Stückzahl sagen wir nicht, weil wir sagen, wir wollen es irgendwie künstlich limitieren. Die Wahrheit ist, wir schaffen einfach auch nicht mehr. Ja, die Quantität steht nicht über der Qualität. Das heißt, das ist die maximale Stückzahl, die wir pro Jahr fertigen können. Für die Pagode, die 5 Fahrzeuge, dann für den W111 Cabrio, wie wir ihn drüben sehen, und auch 5 Fahrzeuge für das W111 Coupé. Mhm. Ja. 5 Stück. Das ist nicht also viel. Fast ist eine Jahresfertigung. Ja, ne? Und, ich meine, es klingt nach einem Luxusproblem, aber tatsächlich ist es für uns ein reales Problem.
die Fahrzeuge werden uns dahingehend aus der Hand gerissen, dass wir schon unsere Vorführer verkaufen mussten, ja, an wirklich gute Kunden. Zwar unter der Prämisse, dass wir sie selber nutzen dürfen für Marketing- und PR-Zwecke, aber wir kommen nur schwerlich hinterher. Also aktuelle Wartezeit auf die Fahrzeuge beträgt nicht ganz 2 Jahre. Mir ist immer lieber, ein bisschen mehr Wartezeit zu sagen. Und daher wird es schneller. Aber 20 Monate sollte man aktuell schon rechnen. Aber wie krass ist bitte die Restauration und der Innenraum, ne? Dass man selbst die Träger wieder in schwarz-matt lackiert. Ja. Genauso wie das, wie sagt man dazu, das Case fürs Verdeck. Genau, da kommt letzten Endes das Softtop rein. War das original so oder wieso macht ihr das, dass ihr eine Mischung aus Lack und, also aus Außenlack und... Das war noch werkseitig so. War echt werkseitig so? Krass. Ja. Weil das sieht ja wirklich... Und was erschreckend ist, wenn ich mir jetzt überlege, 82 PS und jeglichen Überrollschutz, den man in diesem Auto hat, ist der Rahmen, ne? Ja, wie ich schon sagte, also egal ob Dreipunktgurt, ABS, ASR, wenn es zu einem ernsthaften Unfall kommt, möchte ich nicht drin sitzen. Mhm. Ja, das, mit der Wahrheit muss man sich schon konfrontieren, wenn man so einen Wagen fährt und bewegt. Es ist nicht vergleichbar mit der Sicherheitstechnik, wie man sie in modernen Autos kennt. Also für mich hat sich die Reise allein deswegen schon gelohnt. Ich hätte niemals so ein Auto in einen von den beiden Farben lackiert. Aber sehen beide geil aus. Also live, also wenn man sich gedacht hätte, es mag grün oder auch so ein dunkelblau so Metallic. Mitternachtsblau Metallic, ja. Weil man denkt immer bei so einem alten Auto eher, das muss Uni. So ein Uni-Lack. Ja. Das muss Uni, das muss so ein Lack von damals aus den 70ern sein. Und dann sieht man das so, das ist schon geil. Ja, das ist halt der Unterschied. Wir hatten es ja vorhin von dem 300 SL, wenn es um die Restauration geht. Und da wählt der Kunde viel, viel öfter eine Datenkartenrestauration. Und bei den Newtek-Autos ist der Fantasie letzten Endes keine Grenze gesetzt. Also, und das finde ich auch das Schöne dran. Wir haben Kunden, aktive Formel-1-Rennfahrer, die wirklich auf eine Spec gegangen sind, die mutig ist, ja, mit Purple zum Beispiel, ja, ein bisschen dunkler wie dein Pulli. Finde ich mega. Wenn einfach der Mut da ist, mal ein anderes Spec zu machen, ein Bestseller, da oben hängt ein Foto davon, Anthrazitgrau Metallic. Mit Rot, okay, das ist das Classy halt, ne? Das ist schon. Ist, Anthrazitgrau Metallic ist wirklich einer unserer Bestseller-Farben. Ja, ja. Von den letzten 4 Autos haben gefühlt, ich glaube 2 sind auf Anthrazitgrau Metallic gegangen. Wird echt oft gewählt. Das ist auch eine coole Farbe, muss ich sagen. Aber ich selber finde gerade, also das Markgrün Metallic ist echt mein Favorite. Ja, ist schon, sieht extrem edel aus, finde ich. Dann Namensvetter, dem Philipp Grunbitter, große Props dafür geben, dass er auf die Spec gegangen ist, weil ich davor noch nie eine Pagode in der Spec gesehen habe. Finde ich mega. Und wie gesagt, in der Werkstatt kommt es ziemlich dunkel rüber. Man wird es wahrscheinlich im Bild fast als schwarz wahrnehmen. Mhm. Aber wenn wirklich Licht drauf kommt in der Sonne, dann ist es echt eine richtig, richtig geile Farbe. Und sonst sehe ich jetzt aber hier an diesem noch teilzerlegten Auto, das eigentlich ehrlich gesagt alles neu ist, oder? Also es ist im Prinzip eine komplette Vollrestauration. Ja, da gibt es keine Ausnahmen. Der Wagen wird von Grund auf restauriert, sämtliche Teile, egal ob das die Achsen sind, ob das die Karosse ist, die eben dann den Karosserierober wandert, bevor sie zum Lackierer geht. Die Motoren, die general überholt werden, wo wir gesehen haben, wo im Motorenbau drin waren oder respektive komplett neu sind. Mhm. Also da gibt es keine Schraube, die in irgendeiner Art und Weise nicht komplett überholt wurde. Mhm. Thema Achsträger da unten, der ist noch original. Genau. Original, das sind dann die Adapter für die neuen Motorlager. Genau. Also die Achskonstruktion prinzipiell original, Fahrwerk komplett neu. Ist einfach von der Fahrperformance, wirst du auch sehen, wenn du selber damit fährst, nicht mehr vergleichbar mit der originalen Pagode. Ja. Fährt aber besser als eine normale Pagode? Das wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Nee, also ich meine jetzt gar nicht unbedingt, dass das natürlich leistungsmäßig Schlüssel umdrehen, Getriebe, Gasannahme und so alles besser ist, das ist klar. Nee, aber ist deutlich dynamischer. Ja, also allein schon mit der Pendelachse von der Pagode, man sieht es jetzt ziemlich schön, weil die Pagode eben gerade in der Luft hängt, wenn man sich mal den Sturz der Reifen anschaut. Das ist einfach ein Thema bei der Pagode, je nachdem, wie sie in die Kurve reinfährt. Wenn du kurz vor der Kurve stark bremst, das Auto hinten leicht wird, mit der Pendelachse verändert sich der Sturz. Das trägt nicht unbedingt dazu bei, dass du auf der Hinterachse besseren Grip hast, aber eben durch die Fahrwerksmodifikationen, die wir dort haben, ist von der Kurvendynamik eine deutliche Steigerung gegenüber dem Original zu finden. Und was musstet ihr jetzt alles von dem Spenderfahrzeug, von dem V8 übernehmen? Alles. Fast. Weil ich, also so Kabelbaum, ist das Eigenbau von euch oder ist das? Ja, also der Kabelbaum kommt komplett von uns. Grundsätzlich vom Spenderauto, was wird übernommen? Klar, wir haben die Karosse, das Chassis. Ja. Ansonsten, was wir eigentlich nicht benötigen, das obliegt dann nachher dem Kunden, wenn du sagst, du bringst deine Pagode zu uns und du willst den Motor und das Getriebe behalten, kannst du das gerne machen. Oft kommen die Basisautos, die angeliefert werden, sind im Zustand, wo wir sagen, okay, wir können die für dich verwerten, salopp gesagt, ja, damit wird niemand reich.
aber brauchen tun wir sie nicht. Wichtig ist einfach, dass die Basisautos möglichst komplett sind. Das heißt, was Anbauteile angeht, Chromteile angeht, egal ob Exterieur oder Interieur, dass es das wirklich vollständig ist. Weil wenn hier was fehlt, das haben wir auch ab und zu, und das muss dann auch zusätzlich berechnet werden, wenn wir zum Beispiel feststellen, okay, deine Bugverzierung fehlt, ja, oder Chromteile fehlen. Das sind Sachen, die dann im Nachhinein dazugekauft werden müssen. Deswegen immer darauf achten, dass das Basisauto möglichst komplett ist. Mhm. Ja, das ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Aber vom ja. ABS war eine TÜV-relevante Sache, um das alles einzutragen, oder war einfach von euch freiwillig? Von uns letzten Endes wirklich ein Eigenanspruch, den Wagen auch sicherheitstechnisch auf dem Level zu kriegen, weil es ist deutlich mehr Leistung. Wir reden von knapp 300 PS, die nachher in dem Wagen verbaut sind. ABS, ASR in den Fahrzeugen, denke ich, wirklich extrem sicherheitsrelevant, wenn man jemanden drin sitzt, der nicht wirklich autoaffin ist, was oft bei den Autos der Fall ist. Wenn man nicht weiß, wie fährt sich ein altes Auto, also wer jeder da mal von einem normalen Auto, in Anführungszeichen, jetzt sich jetzt in den Klassiker reinsetzt und mal realisiert, wie ist das auch mit dem Bremsen, ja, oder einfach auch der Kraftübertragung, ich fahre aus einer Kurve raus und einfach mit den neuen Autos trete ich drauf, wie ich will, und nichts passiert. Deswegen für uns ganz, ganz wichtig, dass wir damals gesagt haben, wollen wir den Autos drin haben. Und ich wüsste auch nicht, dass irgendjemand anderes das zum Beispiel noch Pagode anbietet in der Form. Ja. Können wir uns so ein Auto mal einmal von unten angucken? Aber klar. Weil klar, um den Motor dann legal einzutragen, müsst ihr natürlich abgastechnisch auch alles von dem Auto übernehmen. Genau, ja, also abgastechnisch sind wir mit Sicherheit noch nicht die ultimativen Vorreiter, was den Umweltschutz angeht, ja, was die Abgasnorm angeht. Aber ich denke, ist auch für die Fahrzeuge in der Kategorie nicht die ultimative Benchmark. was man jetzt hier zum Beispiel sehr schön sieht, sind auch die KW-Dämpfer, die wir verbaut haben. Die Bremsanlage sieht man auch, das hat im Original so recht wenig zu tun, noch mal ein bisschen Platz. Was ich auch interessant finde, ist halt logischerweise, jedes ABS braucht ABS-Sensoren, die man ja original auch nicht hat, ja, die auch nachgerüstet wurden. Und aber genau so, wie ich es halt erwartet hätte, sieht halt wirklich wieder aus wie, wobei, nee, das ist schon besser als werksneu, oder? Ja, also wie gesagt, es gibt ein paar technische Möglichkeiten, die man einfach heutzutage hat, die es in der Form damals nicht gab. Das sollte man schon im Hinterkopf behalten, aber ich finde es trotzdem beeindruckend, wie früher die Fahrzeuge gebaut wurden, in Zeiten noch ohne CAD, Computer etc., am Reißbrett, wenn solche Fahrzeuge konstruiert wurden. Das fängt im Vorkriegsbereich schon an, was ich immer extrem faszinierend fand. Das ist schon cool, und dass wir heute eben, wie gesagt, andere technische Möglichkeiten haben wie damals. Fair enough, wäre schlimm, wenn wir da nicht besser wären. Hier seht ihr nochmal die Pendelachse. Die knickt um dieses Gelenk. Kann das Rad einfedern, das Rad einfedern? Die sind natürlich geführt. Das heißt, die können nicht, also die können einzeln links, rechts hoch. Aber dabei, logischerweise, wandert der Sturz mit. Mega. TÜV-technisch war eine große Aufgabe für euch. Wie lange macht ihr das schon? Wann habt ihr das? Seit über 20 Jahren, ja. Seit über 20 Jahren bauen 20 wir die MSLs. Ja, seit über 20 Jahren bauen wir die MSLs. natürlich hat sich in der Zeit auch was getan. Ja, wir haben jetzt in jüngster Vergangenheit Eisenmann-Abgasanlagen verbaut zum Beispiel. Und natürlich in der Zeit sind auch Verbesserungen in die Fahrzeuge eingeflossen worden. Ja, wir entwickeln die Fahrzeuge weiter. Schon immer den Motor? Nee. Wir hatten am Anfang auch den 6-Zylinder, den 3,2 Liter. Aber die meisten Kunden wollten immer einen V8. Mhm. Und was wir seit 2020 anbieten, ist eben der 5 Liter. Ja, davor war nur der V8 4,3 Liter das Maß der Dinge. Und jetzt mit dem 5 Liter, das ist aktuell die Benchmark, die man ordern kann. Ja. Das heißt, da fahren auch schon, es gibt auch weltweit schon ein paar Autos. Mit dem 5 Liter. Generell. Und das gleiche Paket bietet ihr auch ähnlich an für das S-Klasse Cabrio? Genau, also einziger Unterschied von der Motorvariante bei der S-Klasse letzten Endes, da ist der 4,3 Liter keine Option mehr, da gibt es die Option 5 Liter oder 5,5 Liter Sauger. Mhm. Was ist beliebter? Also was wird öfter gemacht? Bedingt durch die Limitierung der Stückzahl ist es im Prinzip ausgeglichen. Ja. Aber Nachfrage, was würdest du sagen? Wo ist die Nachfrage? Ich glaube tatsächlich, wenn wir die Stückzahlen hochfahren könnten, dann wäre der MSL mit Sicherheit nochmal einen Ticken gefragter. Ja. Der 111er ist von der Ausrichtung her eben ein bisschen luxuriöser, allein schon von den Fahrzeugabmessungen her. Deswegen MSL ist schon auf jeden Fall das Auto, wo wirklich wahrscheinlich mehr Fahrzeuge eines Tages rübergehen würden. Ich finde es auch, dass die S-Klasse ist für mich noch ein Tucken älter, noch mehr Oldtimer. Ich finde, da kommt es eben stark drauf an. Jetzt zum Beispiel das Auto, was da steht, das ist der sogenannte Hochkühler.
und es gibt den Flachkühler. Mhm. Ja. Können wir uns gleich am Auto, am Fahrzeug mal anschauen. Der Hochkühler wirkt natürlich ein bisschen klassischer, so der Ponton-Look. Und die Kabelbäume für die ganzen zusätzlichen Komponenten, alle hier von euch angefertigt? Genau. Ja. Das heißt auch über Jahre wirklich stückchenweise, aber da müsst ihr auch dokumentationstechnisch, wie macht man das? Hat man da überall Zeichnungen für? Ja, also läuft jetzt leider nicht. Man sieht hier schon den Monitor stehen. Das heißt, jeder Wagen, MSL, M-Cabrio, M-Coupé hat eine eigene Dokumentation, wo der Mitarbeiter dann Schritt für Schritt durch die Dokumentation durchgeleitet werden und jeder Arbeitsschritt erfasst ist. Mhm. Und anders kann man auch einfach die Qualität so nicht aufrechterhalten. Ja. Wie viele Leute habt ihr, die diese Autos so bauen können? In der NewTek Series selber aktuell 12 meines Wissens. Ja. Und, aber auch hier müssen wir wirklich je nach Einsatz, wenn wir sagen, okay, wir haben im Motorsport gerade mehr zu tun, dann müssen auch Mitarbeiter von der NewTek Series in Motorsport wechseln, umgedreht. Das ist, denke ich, auch was, was letzten Endes die Vielfalt die Vielfältigkeit der Mitarbeiter auszeichnet, dass man eben nicht nur jetzt Leute hat, die speziell an den Auto schrauben können, sondern Motorsport, NewTek, auch Klassik. Weil die Restauration an und für sich, was die NewTek-Autos angeht, bis zu einem gewissen Punkt ist es immer noch sehr, sehr original. Ja, das heißt, das Restaurationsverfahren von unseren Leuten, egal im Karosseriebau, im Chrom, in der Sattlerei, ist immer noch sehr, sehr nah am Original. Mhm. Ja, und dann eben bis zu diesem Techniktransfer, dass die neue Technik reinkommt. Deswegen glaube ich, ist das, was die Jungs in der Werkstatt einfach so schätzen, dass sie diese Vielfältigkeit haben. Es ist nicht jeden Tag das Gleiche, sondern wenn wirklich nur da Mann ist, dann muss man auch mal die Abteilung wechseln und kommt so überall rum. Ja. So, zwei Fragen habe ich noch. Erste Frage, tendenziell eher Deutschland als Markt oder Ausland? Weltweit, also weltweit. Wirklich weltweit. Grundsätzlich 60% unserer Kunden kommen aus dem EU-Ausland. Und dann würde die Verteilung, Middle East ist unser Hauptmarkt, das heißt die Emirate, Saudi-Arabien, echt? Kuwait etc. sind sehr, sehr starke Märkte, Südafrika, Amerika, Asien, Australien, extrem wichtiger Markt. Australien grundsätzlich für AMGs, ich glaube Australien ist der viertgrößte AMG-Markt. Wusste ich gar nicht. Ist wirklich ein extrem wichtiger Markt, viele große Sammler und Mercedes-Enthusiasten kommen dorthin. Das heißt auch, man sieht jetzt keinen in der Werkstatt, Rechtslenker ist auch kein Problem. Das heißt, Kunden aus Asien, wenn Rechtslenker benötigt werden, ich hatte es erst letzte Woche den Fall, dass ein Wagen nach Hongkong gehen wird, da gehen nur Rechtslenker letzten Endes und da sind wir wirklich weltweit aufgestellt. Ja. Letzte Frage, welche Geschichte hast du schon mal gehört? Also schon mal was gehört, wie viele Kilometer einer mit so einem Auto von euch gefahren ist? Also gibt es wirklich Leute, die dann auf einmal mit so einem Auto 15, 20, 50.000 Kilometer fahren? Ja. Also wir haben wirklich Kunden, die eine Jahreslaufleistung über 15.000 Kilometer problemlos. Echt? Weil die müssen dann ja wirklich so ein Ding als Daily im Sommer nutzen und dann damit von A nach B fahren. Ja. Also das ist, und genau das freut uns dann einfach auch so, weil in der heutigen Zeit, man kennt es, die Autos stehen oftmals nur in der Garage rum und das ist eigentlich so der Hauptantrieb für die Kunden von solchen Autos, weil sie sagen, okay, das ist, glaube ich, auch einfach so die mentale Barriere, was viele bei diesen klassischen Autos haben, zu sagen, ich weiß nicht, soll ich damit in Urlaub fahren? Die Wahrscheinlichkeit, wie du es vorhin gesagt hast, springt da an oder nicht, ja, dann stehe ich irgendwo in Timbuktu und dann funktioniert das nicht, dann habe ich niemanden, der mir das reparieren kann. Und das ist eben genau die Schwelle oder die Hürde, die wir mit den Autos einfach komplett nehmen wollen, weil ich damit fahren kann wie mit einem neuen Auto. Also wo ihr meinen größten Respekt auf jeden Fall habt, man steht hier vor und ich muss wirklich die Teile suchen, wo ich weiß, dass ihr die gebaut habt, damit dieser Motor da reinpasst. Weil man würde ja eigentlich denken, da passt gar nichts, wenn du den Motor einbaust. Ja. Und es muss jeder Halter, jedes Teil, alles angepasst sein. Wird es auch, nur dass man es tatsächlich gar nicht sieht, dass es alles gebaute Teile sind. Ja, und vor allem, gerade auch beim Motor, viele Kunden fragen dann, aber wie ist das, so ein großer V8-Motor da drin, wenn man es mal sieht, da ist nicht mehr wahnsinnig viel Platz, ja, wenn man die Haube schließen würde. Bei dem sieht man es jetzt recht gut. Es ist schon eng, ja, aber zum Beispiel Alu-Motor versus Grauguss vom Original. Das heißt, der V8 ist leichter wie das Original, was ursprünglich drin war. Krass. Was eben auch die Gewichtsverteilung nochmal besser macht. Es gab von Mercedes einen 6.3er in der Pagode aus dem W100, also dem 600er. Und das ist dann halt wirklich ein Hängebauchschwein. Ja. Das ist, wenn ich so viel Gewicht auf der Vorderachse lasten habe, das hilft nicht gerade wirklich der Fahrer. Ja, ich bin echt gespannt, wie er fährt. Ja, ich würde sagen, da freue ich mich drauf. Ich würde sagen, genug gequatscht. Können wir mal einmal anmachen? Das war immerhin mal einmal. The stage is yours. Nur einmal so dieses Gefühl, weil normalerweise ist das ja so Oldtimer-Schlüssel reinstecken, so ein paar Mal drehen lassen, gucken, springt da an und so weiter. Wie ist das hier mit Schlüssel? Ja, das ist zum Beispiel auch was, wo wir sehr stolz drauf sind. Das heißt Zentralverriegelung.
Weil es ist so ein neu moderner Schlüssel schon ein bisschen, ja. Genau, das heißt, den Schlüssel, der optisch jetzt nicht wahnsinnig viel hermacht in seiner Plastikverkleidung, aber tatsächlich für unsere Zentralverriegelung und Wegfahrsperre benötigt wird. Wie gesagt, Zentralverriegelung und Wegfahrsperre im Auto. Und jetzt letzten Endes einfach das Einzige, ich würde hier direkt mal LMP gehen. So. Fehlt nur noch Keyless Go, ne? Das wäre der nächste Step. Das wäre der nächste Step, ja. Habt ihr auch mal drüber nachgedacht gehabt, so ein neu modernes Display reinzumachen? Also Tacho-mäßig? Nee, weil es für uns wirklich dann stilistisch wieder in eine Richtung gehen würde, wo wir sagen würden, der Bruch wäre so groß, es dort reinzubauen. Mal schauen, was in Zukunft kommt, aber für den Moment noch nicht geplant. Okay. Man hört schon beim Schlüssel umdrehen, wie so ein neues Auto klingt. Also lauter, als ich gedacht hätte. Ist auf jeden Fall lauter als das Basisauto, wo der Motor drin war, oder? Ja. Schafft man dann mit so einem Auto die Abgasnorm von dem Auto, wo der Motor herkommt? Also ist das jetzt ein Oldtimer mit einer besseren Abgasnorm? Oder lässt man da die alte Abgasnorm? Von der Abgasnorm, wo wir uns da jetzt bewegen, ich muss tatsächlich zugeben, ich müsste es überlegen, was das Spenderauto für eine Abgasnorm hatte. Aber letzten Endes bewegen wir uns hier bei Euro 3. Ah ja, okay, das wird auch von einem Spenderfahrzeug sein. Euro 2, ja. Euro 3, das ja. Ist da, wo er da, denke ich, damals... Das heißt, vom Unterhalt her wird so ein Auto sogar günstiger? Gegenüber. Ja. Also klar, wobei gegenüber einer Oldtimer-Zulassung ist natürlich das günstigste. Ja, ne? Wobei ich denke, die Unterhaltskosten von dem Auto plus minus, ob mit Oldtimer-Zulassung oder nicht, ist egal, ne? Das ist in dem Fall, glaube ich, ziemlich. Aber ich finde schon mal gut, dass er gefühlt relativ rau läuft. Ich finde es halt einen coolen Mix. Ja. Es ist nicht zu aufdringlich. Man hört auf jeden Fall, da ist irgendwas anders. Nee, man hört, dass der so ein bisschen wummert und nicht einfach nur ganz normal klingt. Ja, also klingt wie ein großer, ne? Also man muss schon ehrlich sagen, ist so ein bisschen wie so ein für jeden Schrauber, wie so ein Traum, mit dem man sich so zusammenbauen will. Ne? Ja. Klar, steht auch jede Menge Geld dran, aber irgendwann sind alle in einem Alter, wo sie sich dann leisten können sowas. Und ich verstehe erst mal kommen, weil das ist auf jeden Fall so jetzt ein Fahr-Oldtimer. Das ist genau das, wo ich meinte, dass einfach ist immer eine Sache, in einen großen Motor reinzustecken und zu sagen, that's it. Und uns geht es eben wirklich um das Gesamtkonzept, ja? Dass wir nicht nur sagen, es ist ein moderner Motor drin, sondern das Gesamtkonzept mit Antriebsstrang, Fahrwerk, Bremsen, Komfort-Features im Interieur, dass das Gesamtkonzept einfach nach einem Produkt ergibt, wo du sagst, es ist rund. Ja? Ja. Das macht Sinn. Weil wenn ich überlege, so schöner Sommerabend, Landstraße, Verdeck unten oder falsch, du fährst irgendwo aus dem Ort raus, kommst auf der Landstraße, kick down, das Ding schaltet zwei Gänge runter, ist das glaube ich schon ganz. Heißt manchmal auch echt ein Wolf im Schafspelz. Also wenn halt jemand meint, okay komm, dem Opa, dem zeige ich es jetzt in der Pagode, glaube ich. Weil, kann man schon das ein oder andere Mal für erstaunte Blicke sorgen. Auch, dass es nur 280 PS sind, wird es aber halt dank dem neuen Getriebe und so weiter halt deutlich besser fahren. Und die Autos sind nicht wahnsinnig schwer, ja, das kommt auch dazu. Was wiegt so ein Auto ungefähr? 1300, 1400 Kilo. Ja. Krass, den hätte ich jetzt schwerer gedacht. Das sind erstaunlich leicht. Also andererseits ist auch nicht so viel dran. Ne? Auch der W111 ist tatsächlich gar nicht so schwer, wenn man sich das heute anschaut, was aktuelle Autos wiegen. Möchte man echt denken, dass sie deutlich schwerer sind. Ne? Ja, so, wir machen uns startklar und dann fahren wir eine Runde. Machen wir. So, das erste Mal Pagode fahren in meinem Leben. Noch nie Pagode gefahren. Ja, wird es Zeit. Was hier dran ist jetzt gerade von euch auch noch optimiert? Also ich sag jetzt mal optimiert im Sinne von Sitze, sind aber so komplett originale oder nicht polstert komplett, ihr die also auch anders auf? Genau, ist ein bisschen anders aufgepolstert. Du merkst, du hast ein bisschen mehr Seitenhalt, wenn man sich abstützt. Mittelkonsole, Soundsystem, Klimaanlage sind im Prinzip die ersten Sachen, die dir auffallen. Dashboard, Original-Tacho geht normalerweise nicht bis 240, aber so schnell fahren wir halt nicht. Wie habt ihr das erweitert? Ist das ein neues, zerlegt, neu bedruckt? Oder neues Tachoblatt, genau. Ja. Krass, okay. Off we go. Drei-Punkt-Gurt hatte der aber schon immer? Oder gab es auch welche nur mit zwei Punkt? Ist nachgerüstet. Ja. Also Zwei-Punkt-Gurte gab es, aber Drei-Punkt-Gurte gab es nicht. Oh, werd aber zornig los. Ne? Allererste Frage, müsst ihr die Kunden mit so einem Auto fahren lassen, bevor die sowas kaufen? Oder kaufen sie es sogar ohne es gefahren zu haben? Ist unterschiedlich. Die einen kommen wirklich her und sagen, sie fahren, die anderen machen Online-Spec, Videokonferenz.
spezifizieren sich das Auto und dann. Weil, also, surprise, surprise. Ich habe auf jeden Fall schon Grinsen im Gesicht, ohne dass ich jetzt groß gefahren bin, weil alleine schon nur so dieser Moment, Schlüssel umdrehen, anmachen, dass sich das Ding einmal mit dem V8 so leicht aufschaukelt und schon dieses, der macht halt genau das, was so ein modernes Auto mit dem Motor macht, so du nimmst nur den Fuß von der Bremse und der rollt halt wirklich so ganz normal los, ohne dass Drehzahl hochgeht, ohne dass du irgendwie merkst, er sackt kurz ein. Das fährt halt einfach wie ein normales Auto, ne? Also hängt schon gut am Gas. Und das so in Kombination, so diesen alten Blinkerhebel, dann Radio ist natürlich geil. Also das ist im Prinzip auch, du siehst von außen jetzt erstmal wenig, wenn du es davor nicht gesehen hast, kannst dann eben mit Navi, wie du es kennst, ja, wobei es ein bisschen Mäusekino ist. Ja. Aber von der Bedienung her, es gibt noch von Becker die Classic Radios, aber es ist von der Bedienung her echt ein Rocket Science. Also die Bedienungsanleitung ist dicker als eine Bibel. Ich habe es noch nie verstanden, wie es funktioniert, kostet Schweinegeld. Und deswegen, also die Lösung, die wir hier damit haben, finde ich wirklich cool. Aber ich denke mal, dass für denjenigen, der so ein Auto kauft, der wird das Navi wahrscheinlich einmal im Leben anmachen, wenn er irgendeine Rallye fährt. Ja, wahrscheinlich. So. Die meisten denken sich wahrscheinlich einfach ein Handy. Genau, da wird die Freundin, Frau nebenan, ja, Kumpel, ja, den Navigator machen. Aber ich sage, cool, es ist erstens garantiert Freisprecheinrichtung, für den, der halt doch mal irgendwie so ein bisschen telefonieren will. Ja, und Bluetooth, halt Sound. Bluetooth, und Bluetooth-Sound einfach. USB-Slot kannst du einfach reinstecken. Einfach anmachen und fertig. Ne? Ja. Also erste Meter, also fährt tatsächlich wie man gedacht hätte, halt wie so ein V8 aus den Baujahren dann halt blubbert. Nicht zu laut, aber auch so, dass man ihn schon merkt. Fahrwerk auf jeden Fall natürlich welten straffer als ein Originalfahrwerk, was da drin ist. Ne? Also ich glaube, vom Sound her ist es wirklich ein cooler Kompromiss. Ja. Es ist nicht so, dass man als Effekthascherei rüberkommt und man es knallt und tut, sondern es ist dezent. Mhm. Aber vor allem, wenn man eben mal die Ortschaft verlassen und ein bisschen Drehzahl drauf gibt, klingt sich cool von hier rechts. Habt ihr hier soundmäßig, engineeringmäßig was betrieben oder einfach über Jahre weiterentwickelt den Auspuff, bis er so klingt, wie er jetzt klingt? Ja, jetzt gerade mit Eisenmann, mit der neuen Auspuffanlage vorne wieder links, ist soundtechnisch auf jeden Fall nochmal was vorangegangen. Also da ist auf jeden Fall nochmal was an Hirnschmalz eingeflossen. Und ja, wie gesagt, ich finde das Ergebnis schon cool. Also fast ein Auto, wo man tatsächlich wieder so anfangen muss, auf den Tacho zu gucken, dass man nicht sofort immer zu schnell fährt, ne? Ja. Geil. Also ist wirklich so, ja, das kann man, ich glaube, das kannst du auch nur jemandem erklären, der selber schon mal einen alten Oldtimer gefahren ist. Es gibt halt wirklich die und die in Deutschland, diese Engstirnigkeit, die wir oft haben und sagen, oh Gott, wie könnt ihr sowas tun, ihr zerstört das komplette Auto. Es gibt halt die und die, also ich sag mal, sowas richtet sich in der Regel weniger an Oldtimer-Liebhaber, die mit dem Papa in der Garage aufgewachsen sind und schon in der Jugend geschraubt haben. Ja, die sagen einfach, ich will ein altes Auto mit alter Technik. Aber ich sage ja, jeder hat sein Faible und das ist das Schöne bei den Autos. Jeder kann sich das finden, egal vom Budget oder von der technischen Umsetzung, was ihm Spaß macht, was er für cool hält. Und ich finde es immer ein bisschen... Ich musste einfach hier die rote Ampel küssen. Oh, aber also das wird ja schon noch richtig laut, ne? Also ja, dieses, was wir gerade gemacht haben, so dieses Undercover rumrollen, war jetzt erstmal so der Check, ob man das Auto auch so ein bisschen gediegener zu Hause erstmal aus der Wohnsiedlung leise raus, bis man dann da es tatsächlich ein bisschen knallen lässt. Also es geht von bis. Wir hatten schon Kunden, die Gumball 3000 mit sowas gefahren sind, ja, mit einem MQP. Und dann mit der Exportvariante der Auspuffanlage mit Klappensteuerung, das macht dann schon richtig Krach hier vorne links. Ja, aber krachmäßig reicht das für so ein Auto ja vollkommen. Wenn ich jetzt überlege, dass du hier offen drin sitzt und ein bisschen rumfährst. Es gibt halt schon noch Kunden, die dann sagen, sie wollen ein bisschen mehr Attention auf dem Boulevard. Aber in der Regel ist es, wie gesagt, nicht die Zielsetzung, passt nicht zum Auto. Ich finde, die Kombination ist wirklich... Also was wirklich cool. Spaß macht zu fahren, ist natürlich im Hinterkopf zu haben, das Ding hier fährt jetzt immer. Also der wird nicht zu heiß, der geht nicht aus, der springt immer an, der bollert vor sich hin. Ja, also ich würde schon sagen, das wäre ein Auto, wo ich jetzt auch mal 200-300 Kilometer am Stück mitfahren würde, ohne dass ich irgendwie Angst hätte, komplett durchgeschwitzt zu sein, irgendwo auf dem Brenner die Lampe angeht, was man im Oldtimer einfach hat. Ich sage immer, mein Strichachter war original ein 230.6, so typisch Vergasermotor, als 6-Zylinder. Ja, ist zwar cool, wenn er läuft, aber ist halt noch umso uncooler, wenn er nicht läuft. Vergasermotoren sind halt echt oft ein Pain, gerade auch im 190 SL, das ist...
So, kannst dann im Jahr 3-4 Mal einen Vergaser einstellen und gut funktionieren tut es erst nicht. Ist schon anstrengend. Dann steht das Auto wieder eine Zeit lang, dann funktioniert es wieder. Also, ja, bringt. Und dann ist ein Aspekt, den ich auch noch ganz gerne noch einmal zu Wort bringen würde, ist ja auch die Perspektive in die Zukunft. So ein nicht laufender Vergasermotor wird ja auch nicht besser. So, da gibt es immer weniger Teile für, es gibt immer weniger Leute, die sich mit auskennen. Und das hier ist jetzt ja wieder eine Technik, wo du wieder 20, 30 Jahre Ruhe mit hast und einfach Leben genießen, ein bisschen rumgoddern. Ja, das ist einfach der Benefit. Du hast die Infrastruktur, die du nutzen kannst. Du fährst zu Mercedes in die Niederlassung, egal ob du in Saudi-Arabien sitzt oder in Amerika, und kannst die Infrastruktur nutzen und musst eben nicht Angst haben, dass du den ultimativen Spezialisten finden musst, der dir dann Vergasermotor einstellt. Ja, das ist, ich glaube, das ist schon wirklich mit einer der größten Benefits, abgesehen von der Alltagstauglichkeit, die vielen Leuten die Hürde nimmt oder diese Einstiegshürde nimmt, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja. Wie ist das mit Verbrauch bei so einem Auto? Also verbrauchstechnisch gewinnen wir mit Sicherheit keinen Preis. Also wenn man den sportlich fährt, bist du auf jeden Fall über 10 Liter dabei. Mhm. Aber das ist ein 80-Liter-Tank, von dem her, man kommt schon weit. Aber ich glaube nicht, dass der, wenn man ihn normal fährt, wird der nicht mehr verbrauchen als ein 280, oder? Nee. Es kommt auch wirklich darauf an, wie man ihn fährt, ja. wie immer eigentlich. Ja. Also ich sag mal, im normalen Fahrbetrieb kommt mit dem Motor auf jeden Fall unter 10 Liter, das definitiv. Nochmal für die nicht vergoden Kenner unter uns, es gab einen 230, einen 250 und 280. Genau. Also immer 6-Zylinder-Reihe original. Genau. Das heißt, im Idealfall von 230 auf 5 Liter jetzt im Hubraum mehr als verdoppelt. Ja. Leistungstechnisch natürlich der 280 damals mit 170 PS. Muss man schon sagen, das fährt sich nicht schlecht, fährt sich schon dynamisch. Ich sage immer, ein 190 SL, das zieht echt kein Wurst vom Brot. Also da mit 105 PS, ich sage, schönste im 190 SL ist das Dashboard, aber dann hört es echt auf. Ja, also zum Fahren her, gerade wenn du eine Alpenrallye fährst, wird schon zäh. Also ohne, dass ich jetzt hier einmal richtig schon mal Gas gegeben habe, kann ich auf jeden Fall sagen, das ist eine Technik, die auf jeden Fall einlädt. Also es gibt ja so Drehzahlmotoren und es gibt halt so Drehmomentmotoren. Ne? Ja. Und das ist halt wirklich so eine Technik, wo, also ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht mal unbedingt so das Verlangen, jetzt irgendwie so einen Gang auszudrehen. Ja, du hast es noch nicht gemacht. Weil der so schon untenrum so, das passt zu dem Auto einfach wieder, ja. so einfach so mit einer Leichtfüßigkeit. So einfach so. Fuße. Genau. So hat irgendwie was, ich musste immer so an alte Filme denken, wo man mit so einem alten Auto so irgendwie so über die Landstraße so von außen Fahrbilder sieht, wie einer so ganz locker flockig schnell mit so einem Auto lang fährt. Jawohl. Ja, ist einfach mega. Ja, es ist halt einfach, man rechnet so gar nicht mit. Ne? Ist gerade schwer einzuschätzen, wie stark das Auto jetzt dann wirklich beschleunigt oder nicht beschleunigt. So, weil es natürlich emotional schon krass in so einem Auto ist. Wir müssen nochmal ein Video machen und Zeiten messen. Zeiten messen oder ich glaube, was wirklich der Schocker wäre tatsächlich, wenn du mal einen auf dem Flugplatz ein Drag Race gegen ein normales Auto machst. Ja. Also ich glaube, dabei siehst du es. Also nimmst du einen 230.6 daneben, ich sage, das sind auf 800 Meter, auf eine halbe Meile, reden wieder garantiert von 200, 300, 400 Meter Unterschied oder so in dem Dreh, würde ich tippen. Ja, mit Sicherheit, ja. Und ich glaube, jemand, der das passende Kleingeld für so ein Auto hat, der ist auch einfach in einem Alter, da muss es auch leider ein V8 sein. Ja. Also ich glaube, jeder andere Motor, also ich glaube nicht, dass es mehr als diese 280, 300 PS sein müssen, aber es muss halt dieses Drehmoment, dieses Geräusch, diese Laufkultur von einem V8 einfach sein. Ich finde halt, das ist auch das, wofür Mercedes wirklich steht, ja, / AMG, die V8-Motoren. Ja. Deswegen ist es so eine schöne Kombination, wenn das jetzt vom Motor her null zum Auto passen würde, weder von der Akustik noch vom Fahrverhalten, wäre es ja auch nichts. Wenn wir jetzt einen Carrera GT-Motor einbauen würden, wäre es recht seltsam. Ja. Eine spannende Idee. Ja, das wäre natürlich was. So und auch, es gibt ja mittlerweile den einen oder anderen, der sowas mit Sicherheit auch gerne als Schalter fahren würde, aber ich muss sagen, das macht schon Spaß. Es wäre wahrscheinlich als Schalter nochmal eine Spur sportlicher, aber ob man das in so einem Auto dann wirklich braucht, ja, ist was, woran wir vielleicht noch in der Zukunft arbeiten, in der Richtung, aber... Gab es die Pagode generell als Schalter? Gab es als Schalter, ja. Mit ZF-Getriebe. Wobei wir natürlich immer extrem viel Wert auf die Meinung unserer Kunden legen. Das heißt, wenn die Kunden sagen, wir würden das wirklich gerne haben und wir merken, okay, die Anzahl der Leute, die wirklich auf den Schalter gehen wollen würden, wäre entsprechend hoch, dann wäre da, glaube ich, der Druck nochmal ein bisschen höher. Aber in der Vergangenheit war es wirklich so, dass es extrem selten so zur Sprache kam, dass die Kunden gesagt haben, wir wollen wirklich einen Schalter haben. Ja.
Man neigt mit dem großen Lenkrad, neigt man dazu, so leichte Schlangenlinien immer zu fahren, auf jeden Fall. Ja, das ist das, wo ich eben zugeben muss. Und dafür ist das Auto aber auch wirklich nicht konzipiert. Top Speed, also alles über 200, ist jetzt nichts, wo ich sage, macht ultimativ Spaß. Ja. Ist aber theoretisch offen. Also das Fahrzeug fährt auch. Ja, bei 230 ist er abgeregelt. Ah, 230 abgeregelt, okay. Aber 230 offene Pagode ist natürlich auch echt mein Ritt, ne? Ja, kann man schon mal machen. Und wenn der Begrenzer dann greift, also ich habe das einmal gemacht, schon ein Erlebnis. Aber auch, wie, also ich finde, es ist auch extrem leise hier drin, ehrlich gesagt. Ist also ich sag mal, bei höheren Geschwindigkeiten ist auch einfach was du baulich bedingt nie komplett ausschließen kannst mit deinem Verdeck oben. Mhm. Das kannst du einfach nicht vergleichen, wie jetzt bei modernen Cabrios. Auch die Dämmung einfach vom Verdeck ist nicht vergleichbar mit modernen Cabrios. Gibt eigentlich ja fast auch keine. Ja, das Problem ist einfach auch, du kannst es gar nicht ändern, weil der Platz im Verdeckkasten so klein ist. Das heißt, wenn du jetzt das Verdeck irgendwie füttern, isolieren würdest, dann kriegst du das Verdeck hinten nicht mehr rein. Deswegen ist es einfach baulich bedingt so, wie es ist, aber meistens wäre es eher offen mit dem Auto. Ja. Sobald die Sonne scheint, eigentlich Verdeck auf. Nee, aber sonst so, was so, ich sag jetzt mal Steine auf der Straße, generell so Bodenwellen und sowas, da gleitet das Auto einfach überall. Es ist natürlich schon ein Stück straffer als das Original, das auf jeden Fall. Und speziell jetzt wird es ein bisschen kurviger, vorne den BMW nicht im Weg haben, wo man auch mal einfach mal den Vergleich, gut, du bist noch nie eine Pagode gefahren, deswegen ist der Vergleich schwer, aber speziell die Querdynamik ist nicht mehr mit einem Original gleichzusetzen. Ja, aber ist schon, also ist halt für jemand, der das Kleingeld hat, ist halt einfach ein Oldtimer reinsetzen, losfahren, Spaß haben, andere Leute ärgern, wie du schon sagst, Eindrücke. Das ist halt, das Auto hat halt viele Facetten, die einfach alle Spaß machen. Oder halt hier so bergauf, da wäre ja spätestens mit einem Sechszylinder vorbei, ne? Also, wie gesagt, die 170 PS sind wirklich not too bad, aber es ist einfach nicht zu vergleichen. Einfach auch die Gasannahme und die Dynamik kannst du im Original nicht gleichsetzen. Ich glaube aber generell, dass der große Unterschied hier auch gar nicht unbedingt nur die Leistung ist, sondern so ein Sechszylinder als 280, der fährt halt in dem Bereich, den wir jetzt gerade fahren, seitdem wir losgefahren sind, glaube ich, ist der Unterschied noch viel, viel größer. Ja, ja, auf jeden Fall. So, weil gerade so in diesem, so aus 1500 Umdrehungen bis 3000 Umdrehungen, da ist natürlich der V8 einfach die Macht. Ja, und das ist auch nochmal wirklich, das war leistungsmäßig der Unterschied vom 4.3 zum 5 Liter, ist es nicht gigantomanisch groß, aber gerade im unteren Drehzahlbereich, wie dein Drehmoment anliegt, ist es echt nochmal ein cooler Schritt nach vorne und deswegen sind wir auch happy, dass wir seit 2020 eben die 5 Liter Motoren drin haben. Ja. Gab es schon mal Überlegungen auf noch eine Steigerung? Die Überlegung gab es, die Frage ist eben wirklich nur, wie viel Sinn macht es auch in Bezug auf Chassis. Ja, das heißt, wie viel Power verträgt der Chassis letzten Endes, dass es noch sinnvoll ist. Und ich glaube, aktuell sind wir gut aufgestellt mit der aktuellen Motorpalette. Weil sonst gäbe es ja nur die Variante 6.3er oder halt Kompressor. Ja, so, ja, und dann ist eben leistungsmäßig, ist über 500 PS am Ende des Tages dabei. Und da weiß ich auch nicht, ob die Kundschaft, die so ein Auto fährt, also im Mittleren Osten mag das immer was anderes sein, aber da sind wir schon gut aufgestellt hier. Also wir haben, was das Thema Performance angeht, noch was im Köcher, wo die Reise in der Zukunft hingehen wird, auf Basis einer anderen Modellreihe, auf Basis vom 107er. Aber er ist extrem spurstabil. Gut, die Straße ist natürlich auch bumpy as fuck. Ja, ja, aber daran merkt man ja gerade, wie gut es fährt, weil selbst unter Last gleitet er ja trotzdem mal hin. Und normalerweise hat man gerade so bei diesen alten Autos, klar, da wird natürlich auch viel ausgeschlagen und so weiter sein, dass schon das Auto, also dass du eigentlich dauerhaft so drin sitzt, weil du die ganze Zeit nur am Korrigieren bist. Ne? Und der zieht das hier so weg. Ja, doch, da tut sich auf jeden Fall schon was. Ne? Also nur mal kurz. Mal kurz hier auf den Pin treten, es geht einen Gang runter und ratzfatz stehen hier 110, 120 auf der Uhr. Alter, schon geil. Ja, also ich glaube, ich bin mittlerweile so viele Rallyes, Ausfahrten mit den Autos gefahren und es wird nie langweilig. Und ich finde es eben gerade auf der Langstrecke besonders schön, wenn du auf der Autobahn auch eine entspannte Reisegeschwindigkeit haben kannst. Ja, und sagst, okay, du fährst 170, 160, kannst entspannter als Reisegeschwindigkeit nutzen in Deutschland. Und kommst da zügig von A nach B. Und das ist eben, was viele Leute machen. Also wir haben Kunden, die setzen sich in Deutschland ins Auto und fahren den Côte d'Azur damit.
Und das wollen sie einfach, dafür ist es gebaut. Vorne fahren wir rechts. Und auch, selbst wenn das Auto mal ein halbes Jahr lang steht, mit Pech ist halt Batterie leer, aber mehr wird halt nicht sein. Ne? Schlüssel umdrehen, los geht's. Ja, und selbst das Batteriethema, Trennschalter, that's it. Ja, hast du das Thema direkt abgehakt. Also ich muss einfach einmal 0-100 antesten. Machen wir. Was fährt er so ungefähr? Was ist das? Knapp über 6,2. Es ist aber schon schnell. Also, wenn man sich überlegt, in so einem Oldtimer, also selbst wenn du heute aktuelle Autos kaufst mit DSG und so weiter, klar sind die Autos schneller geworden, ne? Aber ich bin gespannt. Also einfach Bremse, Vollgas und gib ihm. Oh, da regelt das ASR sogar. Geil. vor allen Dingen, witzig ist, auf Drehzahl ändert sich die Klangcharakteristik nochmal ein bisschen. Ja, gerade oben raus. Ja. Also auf Drehzahl ist das auf einmal ein Motor, der ein bisschen blecherner, ein bisschen schreiender und so weiter. Und untenrum hast du einfach einen entspannten Cruiser. Nee, also von meiner Seite auf jeden Fall jeder, der das nötige Kleingeld für so ein Auto hat, weil das muss man einfach immer dazu sagen. Aber ich denke, mit der Zeit lernt jeder, Qualität kostet halt auch einfach immer Geld. Ist das schon... Ich meine, wir haben es in der Werkstatt gesehen und ich glaube, das ist wirklich, was die Leute auch an dem Wagen verstehen. Es ist eben nicht aus einer Serienfertigung, es ist wirklich pure Handarbeit. Vom Exterieur zum Interieur. Man kann nichts in Serie fertigen. Ja. Die ganzen Chromteile, die überarbeitet werden müssen, der Karosserierohbau und diese Arbeitsstunden, die eben in so einen Wagen fließen, bestimmen letzten Endes auch den Preis davon. Es gibt viele Autos, Neuwagen, wo ich manchmal frage, wie kommt der Preis zustande? Aber ich glaube, wer mal unsere Firma gesehen hat oder auch das Video schaut, versteht, warum so ein Preis zustande kommt. Und ich muss wirklich sagen, ich habe an diesem Auto, und das soll jetzt keine übertriebene Werbung sein, und ich gucke ja wirklich technisch gesehen detailliert immerhin, wirklich weder beim Fahren noch beim Angucken nichts gefunden, was ich irgendwie beanschauen würde. Also sowohl innenraumtechnisch, es gibt ja auch Restaurationen, wo dann halt am Ende mal ein bisschen Detailliebe fehlt und irgendwie so ein bisschen Tachoscheiben verblasst sind, hier hinter irgendwie eine Beleuchtung nicht geht oder irgendwas. Und dann, wie er fährt, es klappert nichts, es ruckelt nichts. Das ist wirklich, also... Es gleitet dahin, fährt einfach und es ist einfach für das, was es machen soll. Es soll einfach einen, wie der Name schon sagt, NewTek, also altes Auto mit neuer Technik. Das macht das Auto einfach perfekt. Also ich denke, das ist letzten Endes das größte Lob auch für die Jungs in der Werkstatt. Links, Links, genau. Die Jungs machen einen super Job. Die leben wirklich das, was sie tun. Und ich glaube, ja, das ist das größte Lob, was man in der Werkstatt aussprechen kann. Ja. Und ich meine, auch für uns war es ein Weg dorthin. Ja. Es war nicht direkt, dass wir gesagt haben, wo wir damals vor über 27 Jahren damit angefangen haben, war schon auf dem Level. Da hat sich im Laufe der Zeit mit Sicherheit auch vieles entwickelt, wie es so oft ist. Ich sag mal, wenn ich mir Ferraris aus den 80er Jahren anschaue, da ist auch noch viel Luft nach oben gewesen. Aber das Bestreben ist eben möglich, das Maximum auszuholen. Und ich denke, alleine der Aspekt, dass das Auto dazu neigt, dass man immer zu schnell mitfährt, weil er einfach unten auch so geil fährt, plus das Grinsen in meinem Gesicht. Ja, Pascal, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit, das Auto vorzustellen. It was a pleasure. Ganz danke, dass du da warst. Ganz Respekt, wie überraschend sagt, an das ganze Team, weil sowas geht nur, wenn von allen Seiten alle mitarbeiten. Auf jeden Egal, Fall. Lackierung, Karosserie, Elektrik, Motor, alles. Hat Spaß gemacht. Was geile Nummer. Bis zum nächsten Mal. Ich werde mir das Auto auf jeden Fall irgendwann mal für irgendeine Rehe ausleihen. Weil, das machen wir. Weil das, wenn ich ein Auto nehmen würde, wo ich wirklich jetzt mal so jeden Tag 300 Kilometer mitfahren sollte, dann weiß ich einfach, dass du in dem Auto auch am zweiten Tag noch einsteigst mit einem Grinsen und dich darauf freust, ach, am zweiten Tag fange ich jetzt mal an, ein bisschen Musik anzumachen, Klimaanlage vielleicht mal aufdrehen und so weiter. Ne? Und du weißt jetzt auch, wo wir sitzen. Wie heißt das Dorf? Pleilsheim. That's it. Ja, ich sag euch ernsthaft. Das war trotzdem noch nicht alles. Es gibt noch weitere Videos. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.